liebe Gemar, heute zeigen wir euch, wie kommt der Naturapfelwein beim Schneide in die Flasche. Und zwar mit diesem Vakuumfüller. Die volle Flasche kommt raus, die leere kommt rein. Die kleine Pumpe zieht die Luft raus, erzeugt ein Vakuum, der Wein strömt ein. Nur mit Gravitation. Das heißt, der Tank liegt höher wie die zu füllende Flasche. Dann kommt die Flasche raus. Kommt hier rüber und dann hat die Cookie schon die Flaschen am Start, macht jetzt einen Edelstahl-Kronkorken drauf. So. Jetzt gehen wir mal rüber und schauen uns mal an, wie der Schnäpschen schmeckt. Unser Malus Aureus, so heißt der neue Wein, ist wirklich tief golden und er ist noch nicht ganz klar, hat schon eine leichte Perlung, Kohlensäure und darf jetzt noch auf der Flasche etwas reifen. Er ist Jahrgang 2018 und lag so lange im Tank. Und weil so Naturweine Zeit brauchen, lassen wir auch Zeit bei der Füllung. Pumpen da nicht. Oder wird noch nicht filtriert. Und dieser Malus Aureus hat nur ganz wenig, minimal Schwefel bekommen, weil er im Gegensatz zu den ganz trockenen Malus Wein, die wir ja gemacht haben, den Gravity und den Finis, etwas restsüß ist und daher ein klein wenig was braucht. Und wen es interessiert, in circa ein, zwei Wochen im Hofladen. Zum Wohl!